Der sein Benning-Gerätetester ST750 oder 760 um einen Barcode-Scanner erweitern oder ersetzen möchte, kann sich viel Geld sparen. Unter anderem über Amazon wird ein Handscanner für 26 Euro angeboten, der nicht nur die Funktion des Benning-Scanners für über 300 Euro erfüllt, sondern auch noch sowohl kabelgebunden als auch kabellos per Funk funktioniert. Per Kabelverbindung wird der Scanner einfach per USB-Anschluss verbunden und ist direkt einsatzbereit. Über die USB-Verbindung wird auch der interne Akku aufgeladen. Möchte mal kabellos arbeiten, kommt ein kleiner Funkempfänger-Dongle zum Einsatz, den man einfach in einen der USB-Ports steckt. Die Funkverbindung ist praktisch sofort einsatzbereit. Es funktionieren original Benning-Etiketten sowie auch selbst gedruckte Barcodes mit Code 128 von einem P-Touch-Gerät. Auf Amazon berichtet jemand, dass auch eine Funktion mit einem Fluggerätetester gegeben ist. Auch hier wäre es eine riesige Ersparnis, das Gerät ist sehr leicht, hat eine umfassende Bedienungsanleitung und viele Einstellmöglichkeiten. Es schaltet sich jedoch nach einer Festzeit ohne Benutzung jeweils eigenständig aus. Circa eine Minute. Das Wiedereinschalten geschieht über die Scan-Taste und ist im Prinzip kurzum wieder einsatzbereit.